Im heutigen Video mussten wir aus der Spielzeugfabrik vom bösen Teddybären kommen. Der Sassybär wollte uns auf jeden Fall totknuddeln. Deswegen mussten wir so schnell wie möglich aus dieser Fabrik entkommen. Aber Leute, ob es wirklich so einfach war? Ich weiß nicht. Schaut das Video einfach bis zum Ende. Gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen, Freunde. Und wir sehen hier auch schon den Bildschirm Escape Teddy's Toy Factory. Also wir müssen von diesem bösen Teddybär entkommen. Der sieht auf jeden Fall nicht so kuschelig aus. Der sieht ein bisschen gruselig aus. Aber ich sehe auf jeden Fall, der hat ein rotes Cape an. Moment mal, hat der vielleicht das Lamy-Cape an? Wir drücken einfach auf Spielen. Leider ist das hier nur der Easy-Modus. Aber die ganze Lamy-Army ist auch schon am Start, Sui. Und Freunde, ja, ich weiß, ich höre mich wahrscheinlich komplett anders an. Das liegt daran, dass ich ein neues Mikrofon habe und ich kenne auf jeden Fall noch nicht die richtigen Einstellungen. Das heißt, ich könnte mich gerade irgendwie ein bisschen komisch anhören. Also es tut mir leid, aber das wird alles auf jeden Fall noch repariert, keine Sorge. Und dann höre ich mich wieder gut an. Ich glaube, das sollte für das Video passen, oder? Oder, Orangi? Naja, machen wir einfach mal weiter und wir müssen auf jeden Fall hier diesen Teddybär sichern. Okay, verstehe. Moment mal. Oh, ich glaube, wir müssen da durch den Schacht gehen. Denn der böse Teddy verfolgt uns. Nein, Teddy! Oh, warte, einmal hier durch. So, perfekt. Und wo landen wir jetzt? Eieiei, wir sind hier auf einmal in irgendeinem Schacht. Was für ein Wunder. Und er schreibt, der Allerechte. Ja, ich bin der Allerechte Ronaldo Sui. Ich muss sagen, ihr habt wieder richtig lustige Skins am Start. Wie zum Beispiel der hier. Oder das hier, was ist das denn? Das ist einfach TV-Man. Und sie schreibt, ich hab dein Merch. Oh mein Gott, was hast du denn für ein Gesicht an? Ja, sehr tolles Gesicht auf jeden Fall. Aber Moment mal, sie schreibt in echt. Sie hat mein Merch in echt. Ey, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Aber Leute, wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Moment mal, was schreibt sie denn da? Aha, sie schreibt also. Aha, verstehe, verstehe. Wir machen einfach mal. Weiter? Moment mal, mein Skin wurde geklaut. Was ist das denn jetzt? Leute, ich bin auf jeden Fall nicht mehr Lamy. Warte mal, wer von euch hat mein Skin geklaut? Das warst du, oder? Hey, Mann. Naja, Freunde, dann machen wir jetzt einfach mal nicht als Lamy weiter. Und was liegt hier? Einfach ein Roboter? Können wir den einsammeln? Aha. Wir sehen auf jeden Fall hier unten links, wir können 10 Roboter einsammeln. Mal schauen, ob wir es schaffen, alle 10 einzusammeln. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eins der coolsten Schächte, wo ich überhaupt war in Roblox. Aber ja, gehen wir mal nach hier unten. Und wir sind in einer Höhle. Moment mal, Billy, was machst du denn da? Und, wer bin ich denn jetzt? Oh mein Gott, was ist das hier? Leute, jetzt bin ich einfach irgendein Online-Dater-Mädchen. Naja, wie auch immer. Wir holen uns einfach mal diesen Schlüssel hier. Und können wir diesen Teddybär sichern? Nee, ich glaube nicht. Okay, sorry, Teddy. Dich nehme ich nicht mit. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hey, okay, Daddy, chill mal. Naja, dann gehen wir einfach mal weiter. Denn wir können hier auf jeden Fall noch da lang. Da müssen wir dann einmal den Schlüssel benutzen. Perfekt, das Tor geht auf. Und wo sind wir jetzt hier? Oh, oh. Das sieht auf jeden Fall alles hier sehr gefährlich aus. Aber kein Problem für, naja, wie heiße ich jetzt? Ich bin auf jeden Fall nicht Lamy. Ich habe auf jeden Fall noch einen Schnulli im Mund. Ich bin ab jetzt Lamia. Lamia, let's go. Okay, nächster Checkpoint ist erreicht. Wir folgen einfach mal den Fallen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr dunkel hier. So, wir gehen mal da vorne zu diesem Setup. Oha, was ist das denn für ein cooles Computer-Setup hier? Und, Ja, Leute, ich bin wieder Lamy. Moment mal, ich bin nicht nur Lamy, ich bin Laminaldo. Sui. Okay, wir haben hier auf jeden Fall noch einen zweiten Roboter. Und dann drücken wir einmal hier diesen Hebel. So, hallo, kann ich nicht mal drücken? Hallo? Hallo, habe ich das jetzt gedrückt oder nicht? Keine Ahnung, Leute, ich glaube, ja, doch, die Tür ist offen. Gibt es hier noch etwas? Aha, ich hätte gerne, Baguette, Baguette, nee, nee. Gibt es auch Döner? No. Wie no? Ey, ich will doch nur einen Döner. Und ihr wisst alle ganz genau, wie mein Döner sein muss. Frag nicht nach den Zutaten, ja, ich will einfach alle. Das Brot bitte anbraten, denn das darf nicht zerfallen. Okay, wen haben wir denn hier? Wir müssen uns gleich nochmal alle Skins angucken. Das machen wir gleich beim Cape-Check. So, aber erstmal müssen wir hier rüber gehen. So, oha, kann ich da nicht durch? Moment mal, jetzt kommt der Teddy mit dem Lamy-Cape oder was? Ey, Leute, guckt euch das mal an. Teddy, dreh dich mal um. Bitte, ich will nur dein Lamy-Cape sehen. Oder auch nicht. Toll, das war's mit mir.
Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier in die Halle reingehen. So, und da wären wir auch schon beim nächsten Checkpoint. Aber der Teddy folgt uns einfach. Oh, Leute, das wird ein Wettrennen. Lami gegen den Teddybär. Wer gewinnt? Oha, oha, von oben regnet es noch Lego oder so. Ey, nee, Leute, seid ihr schon mal auf Lego-Steine getreten? Das ist schlimmer als Nägel oder so. Aber naja, Freunde, wir rushen hier einfach durch und ab. Oh, Moment mal, bevor wir da reinspringen, erstmal den Roboter einsammeln. Aber der Teddy hat uns überholt. Na toll. Ich glaube sowieso, dass wir schon die ein oder anderen Roboter verloren haben. Also ich denke mal nicht, dass wir alle 10 Roboter am Ende einsammeln. Aber naja, ich muss mich auf jeden Fall beeilen, Freunde. Sonst kriegt mich der Teddy schon wieder. Oh, 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 oh. Einmal rein, ciao. Hey, oh mein Gott. Okay, da sind wir auf jeden Fall wieder. Ich glaube, es wird auch mal Zeit. Moment mal, hier den Roboter erstmal einzusammeln. Oh, das ist gar kein Roboter. Aber ist hier irgendwo anders noch ein Roboter? Ich glaube nicht. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, checken wir erstmal den Shop ab. Gibt es eine Body Swap Potion, Jetpack, Grapple Hook, Green Ballon? Hä, was ist das denn? Irgendwie klingt das alles langweilig, Freunde. Aber wir können uns hier noch ein Power-Up kaufen. Und zwar einen Doppelsprung, einen großen Kopf, Super Speed, Big Size, Small Size und... Nein! Oh mein Gott! Wir können uns ein Skateboard kaufen? Leute, das kaufe ich mir auf jeden Fall. So, Skateboard für 10 Minuten nur? Hä, Leute, ich leih mir einfach sozusagen nur das Skateboard aus und das für 150 Robux? Na, was ist das denn für ein Scam? Naja, Leute, für euch kaufe ich das. So, gekauft. Und mal schauen, wo ist jetzt mein Skateboard? Hallo, Skateboard, bist du da? Hä, Leute, mein Skateboard funktioniert irgendwie nicht. Hä, ihr seht es, ich habe das unten im Inventar ausgewählt, aber irgendwie kriege ich das jetzt nicht raus. Toll, Leute, ich wurde gescammt. Kauft euch also nicht ein Skateboard hier im Spiel. Oder vielleicht mache ich auch etwas einfach nur falsch, aber naja. Wir drücken einfach mal diesen Schalter und aha, die Tür öffnet sich. Na gut, dann wollen wir mal hier in den Fahrstuhl reingehen. Und Moment mal, gehen wir jetzt zu Doors oder was geht jetzt hier ab? Oder sind wir jetzt in den Backrooms? Hallo? Naja, also eigentlich will ich nicht zu den Backrooms reingehen. Aber Freunde, ich würde sagen, jetzt wird es wirklich Zeit für den Game Check. Fangen wir an mit diesem Baby und sie schreibt Papa. Nee, 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 Moment mal. Ich bin auf jeden Fall nicht dein Papa, aber vielleicht ist Emily deine Mama. Denn sie trägt hier auf jeden Fall ein süßes Emily-Cape und sie tanzt sogar. Machen wir weiter mit, hallo? Wie ist dein Name? Hä, irgendwie steht über seinem Kopf kein Name. Naja, du bist halt einfach anonym. Aber er hat auf jeden Fall das Lami-Cape und Lamis Döner-T-Shirt. Ehrenmann. Machen wir weiter mit der lieben Chiara. Und Chiara, dreh dich mal bitte um. Hallo? Chiara, bist du eingeschlafen? Hä, sie schreibt einfach nur XD. Du sollst dich umdrehen. Leute, ich glaube, Chiara will einfach nicht ihren Skin zeigen. Ja, okay, Chiara, dann dreh dich halt nicht um. Naja, machen wir... Aha, jetzt aber. Okay, sie hat auf jeden Fall auch Emilys Bebe-Merch. Aber ich muss sagen, sie sieht auf jeden Fall aus wie eine kleine Online-Daterin. Oh mein Gott, ey. Ein bisschen sus ist ein Skin schon. Machen wir weiter mit Emily MyFav. Sie hat auf jeden Fall Lamis Cape, Lamis Dönerchen. Und was ist das für ein Gesicht, ey? Ja, irgendwie sieht ihr Skin richtig lustig aus mit dem Gesicht. Also 10 von 10 auf jeden Fall. Machen wir weiter mit diesem Skin. Und Moment mal, sein Skin habe ich auch selber an. Und er schreibt, mein Zwillingsbruder. Ey, Bruder, was geht? Naja, er hat auf jeden Fall auch hier natürlich das Lami-Cape am Start. Und der letzte ist hier auf jeden Fall TV-Man mit dem Lami-Cape. Na los, TV-Man, dreh dich um. Hallo, TV-Man, du darfst dich jetzt umdrehen. Die Show gehört dir. Nee, okay, Leute, er möchte nicht. Naja, hier haben wir auf jeden Fall noch Lami Roblox. Und er schreibt, Lami, habe dich einmal getrollt. Ja, vielleicht hast du mich einmal getrollt. Dann habe ich dich auf jeden Fall zweimal getrollt. Er hat aber hier auch einen richtig freshen Lami-Skin. Mit der Sus-Kette, mit dem Lami-Cape, mit dem Mini-Lami und dem Lami-Naldo-Merch. Also mehr geht da wirklich nicht. Und dann haben wir hier einfach einen kleinen Billy mit dem Lami-Cape. Mini-Lami. Und dreh dich mal um, Billy. Er schreibt, Messi ist besser als Ronaldo. Und iCrimex wird Boxkampf gegen Kenny gewinnen? Hä? In welcher Welt lebst du denn? Naja, ich glaube, Freunde, wir haben jetzt jeden Skin abgecheckt. Danke auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der etwas von meinem oder von Emilys Shop trägt. Leute, wir machen jetzt aber auf jeden Fall weiter mit der Obby. Und ich muss sagen, vom Design her gefällt mir die Obby auf jeden Fall sehr gut. Wir sind auch schon beim nächsten Checkpoint. Und hier steht auf jeden Fall Rennen. Hä? Vor wem denn? Naja, wir machen einfach mal weiter und rennen hier durch den Tunnel und... Oh, oh, Leute. Der Teddy kommt. Zui, Leute, wir müssen jetzt wirklich rennen. Zui, Zui, Zui.
Na, Nachbarn rufen Polis. Und, hä? Daumen nach oben? Wie Daumen nach oben? Was geht denn jetzt ab? Ah, Leute, ich glaube, wir haben jetzt hier so einen Schraubenschlüssel bekommen. Damit müssen wir hier durch. Und dann müssen wir, keine Ahnung, was machen. Hä, was geht hier ab? Okay, Leute, sind wir richtig? Ich hoffe mal. Oh, der Telly ist auf jeden Fall hinter uns. Deswegen gehen wir einfach ganz schnell da rein und wir sind in Sicherheit. Kann das sein? Ja, doch. Leute, war's das schon? Niemals, oder? Ich glaube, ja. Das war es noch lange nicht. Okay, ich bin mal gespannt, ob uns noch ein kleiner Endbosskampf hier erwartet. Hier ist noch ein kleiner Roboter und ich bin tot. Naja, wenigstens bin ich jetzt wieder Lami. Und Moment mal, ich glaube, er will wieder seinen Körper mit mir tauschen. Nee, lass mich in Ruhe, ich will jetzt Lami bleiben, jetzt wirklich. So, ganz schnell hier durch. Und ich hoffe mal, wie gesagt, dass uns jetzt ein Kampf erwartet. Aber ja, Leute, ich bin auf jeden Fall nicht mehr Lami. Aber ich bin auf jeden Fall bereit für den Endkampf. Na los, gib mir den Endkampf. Und... Hey, es geht ja immer noch weiter, Mann. Okay, Leute, dann machen wir einfach mal weiter hier. Drüber springen. Und Freunde, wir haben jetzt auch schon 6 von 10 Roboter eingesammelt. Und die Mädels denken sich einfach nur... Oh, Mann, wie lange braucht dieser Lami? Der ist echt langsam. Hey, tut mir leid, ja. Ich werde hier noch getrollt und angepupst und mein Döner wurde noch geklaut. Aber naja, Freunde, wir dürfen uns jetzt auf jeden Fall nicht von den Gegenständen hier treffen lassen, sonst sterben wir. Ja, toll. Okay, Leute, wir machen einfach mal Trick 17. Oh, das funktioniert natürlich nicht. So, alle guten Dinge sind 3 oder 4 oder 5. Keine Ahnung, Leute. Komm schon. Wir springen jetzt einfach mal ganz schnell drüber. Und wir haben es geschafft. Moment mal, ist das die Müllhalde? Was stinkt denn hier so? Hä? Hier ist ja wirklich nur Müll, Mann. Aber das passt ja auch. Denn hier vor mir ist auch ein Müllmann. Nee, warte mal, das ist Messi. Ich habe nichts gesagt. Wir gehen einfach mal weiter, Freunde. So, ich muss sagen, die Obby geht auf jeden Fall gut lange. Da vorne ist auf jeden Fall noch ein Roboter. Perfekt, wir haben jetzt schon 7 Stück von 10. Hä, vielleicht schaffen wir es ja wirklich noch alle 10 einzusammeln. Und Chiara ist jetzt wirklich eingeschlafen. Ey, Chiara, es tut mir leid. Ich brauche so lange, weil, ja, mein Bus hatte noch Verspätung. Und dann hat sich der Bus noch verfahren nach Ohio und so, ja. Aber jetzt geben wir auf jeden Fall Gas, Freunde. Wir müssen uns beeilen. Denn ich möchte jetzt endlich mal ans Ende kommen. Hä, was ist das denn hier? Okay, wir haben irgendeinen Schlüssel gefunden. Und da vorne liegt noch ein Roboter. Oha, wir haben jetzt 8 Stück von 10. Ey, wenn wir es wirklich schaffen, alle 10 Roboter einzusammeln, dann, Leute, bin ich glücklich. Und ich gehe dann Döner essen. Ja. Okay, wir drehen einfach mal dieses Rad hier auf. Oh, das Tor öffnet sich. Sehr gut. Na gut, wir verlieren keine Zeit und gehen einfach mal hier hoch. Und wir sind jetzt hier in irgendeinem Abflussrohrkanal oder so. Keine Ahnung. Oh, Leute, der Teddy kommt. Aber, Freunde, das heißt, es gibt doch einen Endkampf. Wir haben auch hier eine kleine Bazooka. Und Teddy, nimm das! Oh, der kann auf jeden Fall die Kartons auf uns werfen, aber hä? Wie easy ist das denn, Leute? Der ist einfach schon fast tot. Und ciao, Teddy. Tut mir leid, du hast leider das falsche Cape. Da muss Lami draufstehen. Aber Leute, wir haben jetzt das Tor geöffnet. Also, ja, Teddy, wir knullen noch ein letztes Mal. Und Moment mal. Yeah, okay, wir knuddeln doch nicht mehr. Du stinkst voll. Naja, versteckt sich hier noch irgendwo ein Roboter? Das wäre es auf jeden Fall. Ich glaube nicht. Aber naja, Freunde, wir gehen einfach mal hier durch. Und drehen einfach mal dieses Ding hier auf. Sehr gut. Dann gehen wir einmal hier in den LKW rein. Und los geht es. Alle mal einsteigen. Wir fahren nach Ohio. Und herzlichen Glückwunsch. Wir haben es geschafft aus Teddys Spielzeugfabrik auszubrechen. Also, Freunde, ich würde sagen, wir kommen einfach mal direkt zur Bewertung. Leute, das Spiel hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Das Design von dem ganzen Spiel war richtig cool. Die Story war auch ganz gut. Aber ich muss sagen, das Spiel war ein bisschen zu einfach. Vor allem der Endkampf, der hätte ein bisschen spannender sein können. Deswegen bekommt das Spiel von mir nur eine 8,5 von 10. Schreibt ihr aber jetzt auch eure Bewertung in die Kommentare. Und falls ihr beim nächsten Video mitspielen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Kommt auf jeden Fall auf meinen Discord-Server. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nie wieder verpasst. Jetzt könnt ihr auf der linken Seite das letzte Video abchecken und rechts müsst ihr unbedingt meinen Kanal abonnieren. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder und ciao!